eine MP dabei. Die ziemlich cool ist. Das ist, Hello. Ist meiner Meinung nach die mit die universell einsetzbarste Waffe, weil die auch viel Munition bietet. Und später auch ein Schalldämpfer. Und halt 9mm Munition halt immer relativ viel Munition zur Verfügung stellt. Und eine schöne Schussfrequenz hat und relativ. Nee. Einen relativ brauchbaren. Hey! What? Nothing. Just making sure you were awake. Oh, I am hearing things. Ja, wahrscheinlich. Hätten sie ihn wahrscheinlich auch angemalt. Ja, du kleiner. Der kleine Pisser da oben, der sieht einen immer. Aber ist nicht so schlimm. Weil der Rest kriegt einen kaum mit. Noch ein Teil vom CT-180 Menschenskinder. Leute, ihr müsst besser aufpassen. Und falsche Handtaschen. Schnapsbücher, Zigaretten. Ja, der Typ hier oben, der sieht einen eigentlich immer. Da gibt es eine Möglichkeit, den zu umgehen, aber na mein Gott, das bisschen Schaden kann man doch schon mal im Kauf nehmen. Der kommt schon mal weg. Der stört zwar da sowieso nicht, aber. Should we tell Mr. Volkov? It's probably just a freighter heading for Tangier. Should we report it, just in case? Why bother? It's up to you. Let's watch and see what it does. If it looks suspicious, we'll report it. Otherwise, I'd rather not bother Mr. Volkov. Sounds good. Ja, das ist mein Frachtschiff, das mich nach Hause bringt. Und dafür muss ich durch dieses Tor. Und das muss ich dann erstmal aufmachen. So, das da hinten in einer der Ecke steht, das sehe ich auch mal wieder. Ich weiß zwar nicht, wohin du geschossen hast, aber du hast irgendwohin geschossen. Bleib ruhig da drüben. So, jetzt eigentlich eher. Ist es denn? Kann ich nicht mal in Ruhe hier suchen, wo der jetzt seine Waffe gelassen hat? Oder habe ich die schon aufgenommen? Ja, da habe ich die wahrscheinlich schon aufgenommen. Ja, da ist der Exit. Das hier ist der Bereich, wo wir aus dem Level gehen können. Aber hier gibt es noch ziemlich viel zu tun mit dem Level. Deswegen zum Beispiel dieses Tor aufmachen. Deswegen gehen wir da jetzt noch nicht raus. Außerdem will ich das Level noch nicht beenden. Nur das ein. Ich finde, dass gerade das Marokko-Level ziemlich cool designt ist, weil man da echt alles hat. Von Schleichphasen, Rettungsphasen, dann halt die NTR-61. Zwar nicht funktionsfähig, aber es ist NTR-61. Und hier ist irgendwo auch ein Knopf, wo man das Ding ausschalten kann. Ich denke zumindest. Das ist der Generator für den Strom. Okay.
Auf jeden Fall will ich hier noch untersuchen wegen Intelligence Items. Ja. Man hat halt einen klassischen Shoot. Aren't you supposed to be watching the front gate? You ran out of cigarettes? You ran out of cigarettes? You mean to tell me you left your post because you needed a cigarette? It was only gone for a few minutes. It only takes a few seconds for someone to sneak in here. I'm sorry. You will be sorry if that girl got in here while you were messing around. Relax, she didn't get in. How do you know? A son would have radioed us if he saw her. What if she sneaked past him? That's her son's fault, not mine. Idiot! I think Mr. Volkov would disagree with you. Would you like me to tell him? Ich glaube nicht. Ja, da drüben laufen noch Wachen lang. Und hier ist noch ein Intelligence-Item. Oh, Victoria. Pierre schreibt verschiedenen... Pierre schreibt allen seinen Verflossenen, dass er einen neuen Job hat. Wo er Leute killen muss. Unter anderem den Bruder von einer. Auch schön. Oder halt nicht schön. Oh ja, das ist. Das hier ist eine ziemlich coole Angelegenheit, weil eigentlich habe ich den ganzen Bereich jetzt schon umgangen. Aber... Das war ja langweilig. Kiste. Hier drin liegt nämlich auch immer eine Rüstung. Die es immer wert ist mitzunehmen. Ja, das hier ist ein relativ cooler Bereich. Weil das so offen ist. Ich glaube, da oben ist noch einer, der es halt nicht gerafft hat, dass sie die ganze Zeit auf mich geschossen wurde. Wow, noch einer. So, das war's jetzt aber auch echt. Du kleines Miststück. Das ist ja wohl nicht wahr hier. Ruhe jetzt. Und zwar sind wir hier reingekommen. Das heißt, wir hätten den ganzen Bereich umgangen. Hätten das also auch umgehen. Hätten wir es also auch sein lassen können, hier hinzukommen. Aber dann hätten wir halt die Munitionskiste verpasst. Und noch ein paar Gegner. Gut, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Aber nice to know. Man kann also im Spiel tatsächlich mehrere Wege einschlagen und entsprechend auch ungesehen hier durchkommen, beziehungsweise relativ stealthy. Und das finde ich cool. Ich glaube, das war's doch schon mit Marokko. No, please! Ah! We'll meet again, Miss Archer. Ja. Und damit beenden wir diesen Teil. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.